Willkommen zu Rätsel der Zeit 2, Geister der Vergangenheit. Ich bin Alfie Robo und ja, ich bin sogar die Sammler Edition, es gibt sogar ein extra Kapitel. Und ja, ich hatte mir schon mal ein Glück gehabt, habe Beate gespielt, habe auch schon was aufgenommen gehabt, aber es war leider. Au. Oh. Könnte ich bitte wieder von vorne anfangen? Ja. Extra. So, und ich würde gerne von neu anfangen. Dann löschen wir Beate einfach mal. Und sind nochmal Beate. Okay. Und legen los. Geister. Jetzt können wir. I keep having a recurring dream. There's a grand old oak tree. With eyes as if it's a man. Then a huge mansion grows around the tree. But the family living there is cursed. They suffer mysterious deaths. Accidents, murders, suicides. I sense an evil presence there, hidden, waiting for me. So, gut. Ja, wie gesagt, ich hatte halt schon mal angefangen gehabt, hab aufgenommen gehabt, so 40 Minuten oder so, und dann habe ich abgebrochen nochmal, musste neu anfangen. Und wer klopft da so krass an die Tür? Und ist einfach immer noch dasselbe. Möchtest du Interaktion Hilfe erhalten? Nein, will ich nicht. So, hier kann man etwas hinstellen. Wow, danke für die Info. So, hier haben wir eine Pflanze, Weintrauben. Ein Weinsetzling, aha. Ein Kalender. Wir haben Montag. Hier ist eine Schatulle mit einem Mond. Und hier ist. It looks like a heart-shaped jewel was once set in my rattle. Okay. Hier haben wir noch einen Regenschirm. Was haben wir denn hier? Ein Bild. Miss M und ich. Oh. Gut, dann öffnen wir jetzt mal die Tür, weil er so krass gegenklopft. Ja, hallo? Go ahead, take it. Okay, ich öffne es. Ich habe jetzt so die Hilfe ausgeschaltet, weil. Einfach weil ich das schon alles hatte und ich will es mir nicht mal antun zu. Hier brauchen eine Schere. Wo könnten wir denn eine Schere herkriegen? Schwierig. Ach, guck mal, hier ist ein Wimmelbild. Uiuiui. So. Wir brauchen die Zahl 4 da. Die römische Zahl, deswegen steht der Olive so ganz dick. Ein Hörfon. Ja, den kann ich leider schon. Und das finde ich cool. Ich kann nämlich die, Achso, ja, müssen wir das Kilo. Wo war die Waage? Ach ja, hier war die Waage. Zack, da kriegen wir das Kilo Salz. Da haben wir Insekten. Eigentlich könnte ich die Dinger hier öffnen. Dann könnte ich die Dinger nicht. Achso, das sind diesmal andere. Nice. So, letztes Mal hatte ich eine Biene, die war hier drin. Oh, ist ja cool. Wir haben andere Dinger. Ist das so random? Ah. Das ist ja mal cool. Das ist eine coole Erkenntnis. Wow. Hätte ich jetzt nicht von dem Spiel erwartet. Lecker, wie viele Kombinationen gibt es denn wohl? Wir brauchen einen Wiesel, brauchst du die Lotus und einen Schmetterling. Schmetterling hatte ich das letzte Mal sogar gesehen gehabt. Ich weiß noch nicht mal wo. Der hat auch zum Beispiel die Birne hier gehabt. Oh, ups. Das Dumme ist jetzt einfach. Doch, die Schere ist da, weil ich wollte sagen, die Schere. Das brauchten wir ja, die ist da. Wenn wir die Schere nicht einsammeln, warum soll man eine Schere kriegen? Ein Auge. Wir müssen ein Auge finden. Da ist ein Auge. Wie geht's? Ist das ein Wiesel? Ne. Räucherstäbchen. Ja gut. Die hätten auch zum Beispiel die Gleichung. Die Gleichung war auch ganz cool. Da hatten wir hier zum Beispiel ein Plus. Das mussten wir einsetzen. Da hatten wir hier ein Gleich. Das mussten wir einsetzen. Dass ich mich daran noch erinnere, ist ja krass. Müssen wir das Ei sammeln noch? Wo haben wir denn hier einen Wiesel? Ah, das ist ein Wiesel. Oh, ups. Fernglas haben wir da. Das müssen wir jetzt mal. Ein Habis, den müssen wir, glaube ich, auch das letzte Mal schon finden. Oh Mann, wo sind sie? Wo ist die Haarbürste? Zeig sie mir. Ein Räucherstäbchen. Warum haben wir die Räucherstäbchen? Die habe ich auch noch nicht gesehen.
Und einen Schmetterling brauchen wir auch noch. Obwohl, Schmetterling haben wir eigentlich hier. Oh. Didim, nice. Kreide, glaube ich. Das Räucherstäbchen sein? Das soll ein Räucherstäbchen sein, okay, gut. Es fehlt noch die Haarbürste. Ist das eine Haarbürste? Ah, das soll eine Haarbürste sein, okay. Und wir kriegen eine Schere, nice. Die können wir direkt anwenden, hier aufschneiden. Zack. Liebe Esther, ich hoffe, du erhältst diesen Brief bei guter Gesundheit. Ich hoffe, dich hiermit nicht unnötig aufzuwühlen. Doch du hast eine Familie, obwohl ihr euch nie begegnet seid. Ich wollte dir dies persönlich sagen, doch bin ich nun alt und schwach. Ich bin deine Tante und schreibe dir aus Venedig. Einfach so, ja, Tante Helen, ne? Ja, ich habe eine Familie, ich habe eine Tante, ich habe eine Familie. Okay, ich glaube das einfach mal so. Ja, ja. Andere Familienmitglieder leben einst in London, im Grey Ward Anwesen. Nun steht dieses verlassen und verfällt langsam. Besuche es einmal, um Gefühle für deine Geschichte zu bekommen. Dann sehen wir, wie du nach Venedig kommst. Ja, in dem Anwesen war ich schon. Da haben wir Bilder. Das Anwesen ist ein Traum. Voll ein guter, was ist so, Totenschädel hier, komische Figuren. Voll der Traum. Da hätte ich ja gedacht, This must be my aunt's house in Venice. Also das ist jetzt Venedig, ich dachte, das wäre das Haus von innen. It looks like my medallion would fit here. Bam. Oh, wir kriegen ein... Was ist das überhaupt? Ein Siegel? I'll be waiting outside. Und ein Triergriff. Okay. Dann gehen wir mal nach draußen. Did you hear? Gladys is having another baby. I saw a fabulous dress the other day. Die ist voll... Die einfach ihr Rückgrat brechen, ey. Have you seen my mummy? 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 Die ist unheimlich. Hier, nimm mal. Are you a princess? Ah, jetzt auch zum was anderes gut. Board the coach, milady, and I will take you wherever you please. Okay, zum Anwesen. Schnell. Und jetzt hier. Da komme ich nicht ran, das ist ein Seil, okay? Das Seil habe ich jetzt nicht gesehen gehabt. Bis zur Ankunft des Erben geschlossen. Oh, hier kriegen wir erstmal noch einen Griff. Nice. Nehmen wir doch mal den Regenschirm und holen das Seil runter. Ich mache das einfach mal ein bisschen schneller, weil ich das jetzt wieder schon kenne. So, ja, können wir das Seil dann dran machen? Ja, hallo? Und kann mir nicht sagen. Ich sag, wir kriegen einen Brief, da heißt es, wir sind Gott unserer Familie, also Gott ist auch uns. Ja, also können wir einfach wieder rein. Was soll denn hier? Streichhölzer, Und ein weiteres Wimmelbild. Natürlich legen wir da direkt los. Wir müssen ein Seepferdchen finden. Ein Seepferdchen in diesem Schund hier. Das wird gar nicht so leicht. Brauchen wir einen Hahn? Nein, schon mal nicht. Eine Glocke habe ich gesehen gehabt und so. Pilz. Taschenuhr. Da ist eine Taschenuhr. Ha! Ein Kleiderbügel. Kleiderbügel war irgendwo, glaube ich. Und die Öllampe. Die Öllampe brauchen wir wieder. Stimmt, die Öllampe, die kriegen wir, glaube ich, hier sogar raus. Das ist der Kleiderbügel. Korken. Die teilweise erinnern, sind die noch gleich. Gut zu wissen, weiß ich nicht, ein bisschen was. Brauchen wir eine Krone. Einen Löffel brauchen wir. Ein Löffel. Löffel haben wir da. Ein Fisch. Da ist ein Fisch. Was brauchen wir noch alles? Ein Seepferdchen brauchen wir immer noch. Ein Seepferdchen. Bist du ein Seepferdchen, großer Poseidon? Scheinbar nicht. Schade. Ein Feder. Feder ist doch das hier. Kranz. Da ist der Kranz. Da ist der Kranz. Wunderbar. Jetzt fehlt auch noch die Glocke. Die Glocke haben wir da. Ha. Brauchen wir jetzt immer noch Pilze. Pilz und ein Seepferdchen. Finde das Seepferdchen und die Pilze. Sind das Pilze? Ne, schon mal nicht. Das ist nur ein Spielfigurpferd, nicht das Seepferdchen, okay. Da ist ein Seepferdchen. Ha. So, noch Pilze. Sind das Pilze? Ah, das sollen die Pilze sein. Okay, gut. Ich hatte dann noch die Kronkorken. Ah, wir kriegen eine Ölkanne. Nice. So, wir gucken hier hin. Eigentum des Grafen Ambrose. So, vollkommen verbarrikadiert.
Machen wir mal hier. Wir kriegen einen Schraube. Okay. Ach ja, genau, hier war das jetzt so. Ich muss das jetzt irgendwie aufkriegen. Und stimmt, da habe ich hier die Klinge übersehen gehabt. Ach, ich muss das ja hier hinlegen. So, zack und zack. Und schon haben wir ein Messer. Und jetzt können wir hier diesen Riegel aufschieben. Oh, ich bin richtig gut. Zack, und wir können hinein. So. Da sitzt jemand, wie scheint's. Schauen wir uns diesen Menschen doch mal an. Oh mein Gott. Und ich kriege mal schöne Magnetdinger. Können wir was mitnehmen? Einen Schlüssel kriegen wir. Und ein Brief. Heute ist mein Onkel nach Venedig aufgebrochen. Es geht um ein Geheimprojekt, das den Kristall betrifft. Welchen Kristall? Sieht so richtig, boah, besorgt. Alle Erwachsenen sind sehr besorgt wegen des Kristalls. Ich frage mich, ob es etwas mit Vienna und Merlin zu tun hat. Wie konnte sich so ein kluger Mann wie er in so eine böse Frau verlieben? Tja, die Liebe ist manchmal sehr komisch. Oder sie hat ihn verzaubert, vielleicht. So, hier ist natürlich abgeschlossen, aber wir haben einen Schlüssel. Und jetzt kommen wir rein. Uah! Sehr viele Fledermäuse. Hier ist ein Brief. Liebe Anna, ich hoffe, du bist wohlauf und genießt die Zeit bei Tante Loretta. Dein Vater und ich vermissen dich sehr. Du wirst nicht glauben, in welcher Aufruhr sich das Haus befindet. Onkel Arnold hat die Zeitmaschine überladen. Nun sind die Einzelteile überall im Haus verstreut. Eins habe ich sogar im Hinterhof gefunden. Gehen wir nochmal in die Haupthalle. Aber, wie wir sehen, kommen wir nicht weiter. 18. Januar 1996. Wir empfangen eine ungewöhnliche Aktivität von Vienna. Die Energiemesser sind im kritischen Bereich. Ich hoffe, dass dies kein Anzeichen für Ärger ist. Anzeigefehler, natürlich wird Anzeigefehler sein. Ja, hier kommen wir leider nicht rüber. Okay, gehen wir nochmal wieder zurück. So, hier. Ach ja, dieses tolle Spiel. So. Jetzt würde ich gerne zwei zurück. Darf ich bitte zwei zurück? Dass man das nicht drehen kann, finde ich ein bisschen kacke. Hm. Zwei. Bleibt immer eins offen. Ich würde das gerne überspringen, aber ich darf leider nicht. Ups. Und wieder bleibt eins über. Nice. Wir machen einfach überspringen so. Zack. Nice. Da ist er so. Portale, Zeitmaschine, Messgerät, Zeitkristalle, Hilfsanzeige, Hauptanzeige. Modul Venedig, Modul Moskau. Kommen wir einfach nur nach Moskau. Hier brauchen wir wohl eine Sonne, um es zu öffnen. Okay. Jetzt haben wir hier einen Code. Ich glaube, der Code war... Zwei... Fünf... Neun. Ah. My medallion fits here. Ich brauche die Aufzeichnung gar nicht zu lesen. What was that? Alles klar. Was it my imagination, or did the text just change? Das Ritual muss alle 4 Jahre wiederholt werden. Das Siegel muss entsprechend der Reihenfolge rechts verwendet werden. Ansonsten wird der Zauber gebrochen. Das Ritual muss wiederholt werden. I need to gather the seals in order to repair the crystal. Okay, gut. Wir müssen jetzt irgendwo noch ein Buch, glaube ich, lesen, damit wir weiter können. Haben wir noch irgendwas hier? Okay, guck mal hier. Und hey, zum können wir ja so ein Kristallding hier. Zack. Sesam, öffne dich.